Subjects McMullen Raymond and Raglan Bradley. Time 09:09:22. Bradley, the corpses from Penn Station are infected with blacklight. I warned you about bringing it into the city, Raymond. Take appropriate precautions and remember, you're as culpable as us. We'll be watching. Raymond? Karen, let me help you. We're all in very deep here. There's only one way out. Cooperation. If you assist us, you're free and clear. A ticket anywhere you want, and a top-level assignment. And if you don't, there's nothing I can do for you. Listen, Karen. Whatever he is now, he's not the man you knew. He's something else. I want a lawyer! Parker, Karen. Wait here, please. No need to. I forgot something. I need to grab it before they lock us out. Wait here. Parker, Karen, employee 218, attempting to enter into main lab. Hey, stop! Halt! We knew they were high up. Probably so high up that to see the office of the president, you have to look down. And what did they have you working on? Viruses. Odd viruses. These viruses, would you classify them as biological weaponry? It would be hard not to. Sir, I need your signature on these papers. McMullen, you can see I'm busy. Stop talking about Mercer like he's the answer to our damn problems. He's a runner. That's where you're wrong. No other runner in Blacklight's history has been male. Fact is, we don't know what he is. I know what he's not. That's enough. McMullen's gone to ground. You've come too close too many times. But you have an advantage Blackwatch doesn't know about. You're growing immunity to blood tox. I think the key to McMullen is this. Attack the blood tox facility head on and let them think they have you. When they think they're in control, they'll bring you to McMullen. How do you know all this? So this is where blood tox comes from. Diese Mission destroy the filtration units and the whole thing comes down. Ist sehr, sehr übel. Wir sehen überall das Blood Tox. Wir werden zwar angeblich oder sind dabei, eine Immunität dafür zu entwickeln, aber das reicht noch nicht. Und überall sind Leute. Leute mit Raketenwerfer, Helikopter, diese scheiß fliegenden Viecher, Panzer sind am Boden. Und wir müssen 8 Stück von denen zerstören. Und das ist gar nicht mal so einfach. Dementsprechend das allererste, was wir machen werden, ist relativ clever an die Sache rangehen und erstmal hier Leute einzeln nach und nach ausschalten. Wir wollen dann hingehen und die Raketenwerfer nutzen. Und logischerweise Sachen relativ clever ausschalten. Oh, weiterhin wieder richtig gut, dass wir halt nicht auffallen, wie wir jemanden umliegen und jemand daneben auf einmal auftaucht. Okay, diese Mission muss man wirklich langsam angehen. Wenn man denkt, das könnte man hier mal ganz kurz schnell machen, das ist wirklich nicht drin. Entsprechend hier mal so einen Raketenwerfer auf einen Helikopter zu schießen, das ist nicht unbedingt das Cleverste.
Was natürlich, man stellt sich clever an. So, und wie man sieht, ich drücke jetzt hier hin, sollte eigentlich einen sehen, sehe aber keinen. Und das hat einen einfachen Grund. Wir können die Dinger nicht einfach von der Entfernung aus angreifen. Sehr gut. Was wirklich schön ist ja, man hört ja immer wieder, die wissen, dass wir da sind. Also so doof sind die nicht. Einfach schön aufpassen. Immer schön abwarten. Denn gerade die Supersoldaten können einen relativ schnell entdecken. Guck mal, der hat 3 Schüsse davon überlebt. Das ist schon leicht abartig. Okay, jetzt muss ich gucken, wo haben wir noch welche von denen? Ich meine, da hatten hier am Anfang noch welche rumliegen, ja genau. Boden ist irgendwas, oder? Was fliegt denn dort? Das ist echt ein Problem. Wir sehen so überhaupt nichts. Jetzt sehen wir etwas. Können aber trotzdem immer noch das Falsche nur anvisieren. Sehr schön. Da vorne ist ein Panzer. Man könnte hingehen, das Ganze versuchen mit dem Panzer zu machen. Aber selbst das ist nicht einfach. Defected Vision ist zwar niedlich, brauchen wir aber nicht. Okay. Ist hier noch irgendwas direkt in der Luft? Ich glaube nicht. Ich werde jetzt hingehen und den ganz bewusst hier in der Ecke ablegen. Wir sehen, wir waren jetzt hier zum allerersten Mal wirklich von diesem Zeug ausgesetzt. Und denke, okay, ich bleibe doch bei der Thermal Vision, denn so kann ich halbwegs die Gegner sehen. Verdammt, da ist natürlich auch gleich wieder ein Supersoldat. Dementsprechend, es ist überhaupt nicht einfach, hier vorzugehen. Es gibt eine Möglichkeit, das Ganze zu cheesen, aber das ist eine Sache, die ich nicht machen möchte. So. Gehen wir hin und versuchen das mit Krawall-Peng-Bum zu machen. So, hier aktuell, wie man sieht, hingehen und einfach draufballern funktioniert nicht. Und dementsprechend geht es jetzt los. Okay, dich brauche ich. Wow, du bist doch einfach respawned hier. No. Ja, und jetzt habe ich das Problem, jetzt nimm die mich hier auseinander, während ich das ganze Zeug auch noch... Ja. So, und hier sehen wir dann wieder, wir können erneut das Ganze nicht wirklich anvisieren. Das ist eine echt beschissene Sache. Ah, gut. Weg mit der Waffe. Also, was das Spiel erlaubt, einen anzuvisieren und was nicht, ist immer noch ein großes Problem. Okay, los geht's. Wir gehen hin und machen den ersten kaputt. Wir gehen hin und versuchen den zweiten kaputt zu machen. So schnell es geht. Beziehungsweise, jetzt wo es wieder nicht funktioniert, zu viele Gegner mir auf dem Hals sind. Warum haben die mich jetzt doch noch wieder gesehen? Ach, so ein Blödsinn. Ja, und so läuft das Ganze halt wirklich jedes Mal ab. Und das 8-mal. Ist das nicht lustig? Target the tank!
swap this in the storage unit 10 minutes ago. Bring in the bird. We're moving this to the director. Now! Hi, boss. That is a foolish thing to do. You know who I am, and you know what I do. You were always so smart. You were ready to give up all our secrets. So you infected me? No, no. Are you insane? But you always were a lateral thinker. Plans within plans. Put down the vial and back away! Alex Mercer died. He died threatening to release the most deadly virus in history on the people of New York. You died in Penn Station, but the virus found its way into your bloodstream. And here you are, filling in the blanks. We were trying to figure it out. You just wanted to bring it all down. But this isn't what you came here for, is it? You want to know what happened at Hope, Idaho. You want the truth. I know the secret. Listen, there's nothing else you can do to hurt me. I thought it was time we talked. You don't want to do that. I've done your job for you. I've broken the back of the infection. In a few hours, this whole place will be glass. Even Randall's not crazy enough to nuke Manhattan. You're wrong. He was at Hope in 69. He'll do anything to stop the infection. If you help me stop him, you get your secret. There's no way to get to that ship without being blown out of the sky. I have a way. Randall wants a colonel named Taggart. He sent me to find him. He's our key onto the Reagan. Taggart's massing a large force of helicopters at these locations. If we don't move now, he'll muscle his way out of Manhattan in a fleet of helicopters, and Randall might not be able to stop him. Mercer, take out the helicopters. I'll try and pin down Taggart's location, and don't let any of them get out of the city. Taggart could be on any one of them. Why does it seem like I'm getting the short end of this deal? Taggart has access to the helicopters. He can get out anytime he wants. I can fix that. Eine interessante Mission. Und hier müssen wir definitiv ein bisschen auf der Zacke sein. Denn wie man sich vielleicht schon vorstellen kann, das ist nicht nur ein Helikopter, das sind mehrere Helikopter. Und wir wissen halt nicht, auf welchem er sich befindet. Tiger's aircraft is somewhere near here. So, und dementsprechend. Gehen wir hin und fangen an, Helikopter zu zerstören. Und das Schöne ist natürlich, jetzt sind wir darauf angewiesen, dass die Zielfunktion funktioniert. Working on it. Hat er den jetzt anvisiert? Yes. Nothing left. To die. Wir fangen einfach an, zerstören wirklich alles, was uns entgegenkommt, und wir machen extrem wenig Schaden mit dem Ding auf einmal. Das ist echt unfein. Gut, Transport zerstört, aber wir müssen uns um den da hinten kümmern. Ah, die ab.
und zerstört. Priority order. Scramble all crews. We need to get these birds in the air. Now. Wie scheint, wenn die Dinger fliegen, nehmen sie bei weitem mehr Schaden. Ah, jetzt treffe ich natürlich nichts. Ah, das ist kein Problem. Und hier ist er zu weit weg. Armer Sack natürlich, der hier einfach nur jemanden entlang fliegen lassen soll. Aber gut. No personnel, no survivors. Priority order. Scramble all crews. We need to get these birds in the air. Now. Zeus on the deck. Contact made. Clear the landing zone. Everyone up. Und wie man jetzt wirklich sieht, dadurch, dass wir halt wieder jetzt den Raketenwerfer am Start haben. Damn you, Taggart. Damn you for making me do this. Niemand kann uns stoppen. Hope was a Black Watch project. The goal of the experiment was to create a viral weapon that could be used to target specific racial types. But Hope went wrong. A mutated virus infected all those people. Drove them mad. Their bodies crawled with hell. And at the center of it all was Elizabeth Green. And somehow she survived. Endured the virus, absorbed it, changed it, whatever. Her unique biology inspired this new bioweapons research program. This became Gentech. And Alex Mercer worked for them. There was one leak too many and Randall stepped in to shut it down. No one was safe. Mercer fled the scene with a sample of the virus, took it as insurance if he needed it. Blackwatch cornered him at Penn Station. With his back to the wall, he unleashed the virus on Manhattan. What Mercer did is beyond forgiveness. But there is no Alex Mercer anymore. The virus didn't just kill him, it became him. Copied his body down to the genetic level. It became me. I am the virus. And I, in turn, released Elizabeth Green to infect the city a second time. Now she's dead, all right? But Randall won't accept that the virus can be stopped. And with Firebreak, he'll level the city, just like Hope. But now, Hope has one final riddle to give up. Green was pregnant when they found her in 69. What happened to that child? I suppose your answer is out there on the rig. All I know is, I'll get my answer from Randall.